Ja, Heimweg. Natsuki, Yuri und natürlich Monika. Na, werden wir wohl glücklich sein, die drei jeden Tag nicht im Unterricht zu sehen? Aber wir machen das Beste aus der Situation und schreiben erstmal ein Gedicht. Du hast ein Spezialgedicht freigeschaltet. Willst du es lesen? Ja. Ein Witz. Ein Mann ging in einen Club. Dort war ein Mädchen, das ihn sehr mochte. Sie verbrachten einige Zeit miteinander und danach mochte ihn sie noch mehr. Eines Tages erkannte das Mädchen, dass sie sich in ihn verliebt hatte. Bevor das Unheil seinen Lauf nehmen konnte, griff eine dritte Person in ihre Programmierung ein. Plötzlich hasste sich das Mädchen dafür, verliebt zu sein. Dieser Widerspruch ließ das Skript aus der Spur geraten. Das Universum fiel nicht zusammen, aber sie beging gerade noch rechtzeitig Selbstmord. Na, worum geht das Gedicht? Vielleicht um Sayori? Ja, und jetzt haben wir hier auf einmal nur noch zwei. Ja, und alle Worte, die vorher für Sayori gegolten haben, gelten jetzt. Es sind jetzt einfach aufgeschaltet schon mal. Ich versuche natürlich wieder auf Yuri zu gehen. Okay, Leidenschaft ist Natsuki. Alles klar, desorientiert. Das ist ja jetzt relativ einfach, ne? Willkommen zurück, Tom. Wir sind so froh, dass du uns nicht davongelaufen bist. Haha. Ja, aber ich halte natürlich wieder mein Wort. Auch im zweiten Durchlauf, auch wenn Yuri ihr Gesicht verliert. Ja, heiß über Kopf in die Literatur. Monika, du stehst vor dem Textfenster. Kannst du da bitte weggehen? Danke. Und wieder rasch besiegt, lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Ich habe natürlich Interesse an dem Buch, das du zweimal gekauft hast. Gib her damit. Ja, los. Do it. Ja, wir können uns gerne darüber unterhalten. Das werde ich bestimmt lesen, wie ich beim letzten Mal auch schon nicht gelesen habe. Wie diese Musik dann, wie dieses Spiel mit der Musik Schabernack treibt. Ich finde das großartig. Nachdem was geredet war, erwartete ich, dass Monika eine der geplanten Aktivitäten mit Club starten würde, aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich weiß gar nicht, was da im ersten Durchlauf dann gekommen ist, aber wahrscheinlich was anderes. Dadurch werden dann die Abweichungen, die natürlich immer größer werden, gekennzeichnet. Ja, das wissen wir schon, dass das dasselbe Buch ist. Sie hat bemerkt, dass ich sie beobachte. Ist mal schlecht. Ich glaube, das genau dasselbe habe ich beim letzten Mal gesagt.
Ja, das ist das Buch. Ja, ich weiß, dass du im Buchladen warst und zwei davon gekauft hast. Moment. Ich beim Verzeihen. Okay. Zurückzug. Das freut mich. Wenn die Handlung einmal Fahrt gewinnt, wirst du es kaum noch weglegen können. Das Buch handelt von. Naja, Porträt von Markov, das wussten wir auch, ne? Ne, warte mal, warte mal. Ach nee, das, nee, das ist doch neu. Das hat die doch beim letzten Mal nicht gesagt. Da würde ich mich dran erinnern. Also, auf dem Cover befindet sich ein bedrohlich wirkendes Augensymbol. Das ist noch normal. Das ist neu. Es handelt von diesem religiösen Lager, das in ein Gefängnis umgewandelt wurde, in dem Experimente an Menschen durchgeführt wurden. Und die dort gefangenen Menschen haben eine Eigenschaft, die sie zu blutrünstigen Tötungsmaschinen. Willst du mich verarschen? Das, was hier steht, ist doch gar nicht konkurrent mit dem, was hier steht. Damit man es nicht nochmal nachlesen kann. Okay. Aber da stand auf jeden Fall gerade. Es ist auf jeden Fall was anderes. Okay, aber die Lage in der Einrichtung wird immer schlimmer und sie beginnen damit, Menschen selektiv zu züchten, indem sie in die Gliedmaßen abschneiden und an anderen. Oh, vielleicht habe ich da jetzt etwas für dich gespoilert. Naja, auf jeden Fall stehe ich total drauf. Auf das Buch meine ich. Nicht auf das Gliedmaßen. Nicht die Sache mit den Gliedmaßen. Ja. Nein, diese Art von Geschichte mag ich nicht. Nein, schon okay, ne? Aber Juri steht hier auf sowas, auch auf Messer, wie wir wissen. Sie steht auf Messer. Ja, eine seltsame neue Perspektive vielleicht. Wenn schlechte Dinge nicht einfach passieren, sondern weil die ganze Welt voller furchtbarer Menschen ist und wir alle eh wertlos sind. Ist kein Zufall, dass dieser Text so aussieht. Dann plötzlich, ich rede nur dummes Zeug, was? Nicht schon wieder, es tut mir leid. Ich höre dir doch immer noch gespannt zu, Juri. Was sind für ein Problem? Was stand da? Ja, seltsame Dinge. Das ist der Literaturclub, oh Gott. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Heieiei. Schnell das Buch lesen. Mit dem Gemetzel. Okay, das ist noch alles normal jetzt. Wir gehen über. Immer noch alles normal. Ich bin nur in das Gefühl. Verdammt. Ich wüsste wirklich gern, was da stand. Aber so schnell konnte ich es nicht lesen. Naja, wieder das Problem mit dem linken Arm. Noch alles normal. Immer noch alles normal. Bist du bereit? Immer noch alles normal. Jo, ich bin das Lesen schon mehr gewohnt mittlerweile. Okay. Das ist neu.
Nein, ich kann mich überhaupt nicht mit dieser Figur nicht identifizieren. Und der Satz und der Gesichtsausdruck. Eigentlich sagt sie EE. Und hier sagt sie, nein, ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren und hat diesen irren Blick drauf. Auf gar keinen Fall. Ach nee, doch nicht. Wirklich? Entschuldige, ich dachte, du meintest etwas anderes an ihr. Etwas anderes? So weit sind wir ja noch gar nicht gekommen. Ahaha. Ja, ihr geht's gut, das sehe ich. Das ist neu. Komplett neu. Eine Abweichung. Monika fragt, was passiert ist. Juri hat sich seltsam verhalten. Nein, ich weiß nichts. Ich habe hier nichts angetan. Geht das schon wieder los mit dem Schaf? Juri macht das manchmal einfach. Es könnte eine Weile dauern, bis sie wiederkommt. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Die Zug und Monika sind ja jetzt nur noch übrig. Zeigen, was ihr mal. Wird ihr nicht gefallen. Oh oh. Oh fuck. Ich hab mich angestrengt, da müssen ja nicht gleich die Augen explodieren. Ja, ich werde schon besser werden. Denke ich auch. Adler können fliegen, Affen können klettern, Krähen können zirpen, Pferde können rennen, Eulen können suchen, Geparden können sprinten, Adler können fliegen, Menschen können sich bemühen, viel mehr aber auch nicht. Okay, das Gedicht ist noch dasselbe. Okay, ich kann überspringen bis zum Punkt. Wir können immer überspringen bis zum Punkt, an dem was anders ist als vorher beim vorigen Durchgang. Dann wird der Text automatisch geskippt. Wenn der Button ausgegraut ist, heißt das immer, dass irgendwas gleich anders ist. Ja, ich bin neu. Ich werde das im Kopf behalten. Na klar, ich zeig's dir. Ein O erklang im Kopf, die Metaphern, ja. Das kennen wir noch alles. Ja, das wusste ich. Und deswegen ist Juri auch aus dem Raum gelaufen. Das ist neu. Du darfst ihr nicht die Schuld geben, wenn sie so heftig rüberkommt. Sie muss sich unglaublich nach sozialen Kontakten sehen. Wie vorhin. Wenn zu viel Reiz auf sie einströmt, zieht sie am Ende zurück und plant eine Auszeit. Plötzlich öffnet sie die Tür. Juri. Jetzt schon. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, sagt sie. Ja, zeig mal her, Monika. Mal gucken, ob sie auch dasselbe Gedicht hat.
Das ist ein anderes Loch in der Wand. Aber er hat mich nicht angesehen. Ich bin verwirrt. Verzweifelt versuche ich, meine Umgebung wahrzunehmen, aber meine verbrannten Augen können nicht länger Farben erkennen. Sind noch andere in diesem Raum? Reden sie? Oder sind sie nur Gedichte auf flachen Papierblättern? Das Geräusch hektisch und gekritzelt in meinen Ohren. Der Raum beginnt zu zerknittern. Er zieht sich um mich zusammen. Die eingeatmete Luft löst sich auf, noch bevor sie meine Lungen erreichen kann. Ich gerate in Panik. Es muss einen Ausweg geben. Da ist er doch. Meine Ängste ignorierend zucke ich den Füller. Okay, das können wir überspringen. Zeigen Juri das Gedicht. Juris Gedicht war also auch dasselbe. Puh. Damit war noch Mujin an der Reihe. Viel stressiger als erwartet. An der anderen Seite des Raums schreibt Monika etwas in ihr Notizheft. Noch ist alles gleich. Ich glaube, im ersten Durchgang ist Sayori eingeschritten, aber Sayori ist nicht mehr da. Also ist auch niemand mehr da zum Einschreiten. Noch alles gleich? Ne, da hatten wir doch die Wahl. Die Wahl, ob wir einer der beiden beistehen oder ob wir Sayori zur Hilfe rufen. Du hörst gut reden, du alte Zicke, die so gern angesagt und scharf wäre. Okay, das war neu. Scharf? Was passiert hier gerade? Tut mir leid, dass jemand in deinem geistigen Alter meinen Lifestyle nicht versteht. Sei lieber vorsichtig, sonst ritzt du dich noch am nächsten scharfen Trend, Juri. Oh, entschuldige, aber das tue ich dir bereits nicht vor. Hast du mich da gerade beschuldigt, dass ich nicht ritze? Was zur Hölle stimmt nur mit deinem Kopf nicht? Ja, auf welche Seite stellen wir uns? Juri. Juri. Verdammt nochmal. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Bitte geh weg. Geh weg. Ich kann nichts klicken. Monika, geh weg. Da ist ein Fenster. Oder?
Hey Tom, warum gehen wir nicht nach draußen? Okay. Das tut mir echt leid. Sie hätten wirklich nicht versuchen sollen, dich da hineinzuziehen. Es ist wahrscheinlich besser für uns, wenn wir uns da raushalten. Wir gehen wieder rein, wenn die Schreierei aufgehört hat. Ach, ich bin eine tolle Präsidentin, was? Mir fehlt immer das gewisse Extrem, bei anderen mal ordentlich mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Du verstehst das doch, oder? Wie dem auch sei. Wenn du deswegen jetzt weniger Zeit mit den anderen verbringen willst, dann ist das schon okay. Ich verbringe stattdessen gern meine Zeit mit dir. Plötzlich kommt Natsuki aus dem Klassenzimmer gerannt. Und läuft schnell weg. Oh je, naja, sieht ganz danach aus, als wären sie jetzt fertig. Ich hab das nicht so gemeint, sagt Juri. Immer wieder. Keine Ahnung, was Juri zu Natsuki gesagt haben könnte oder ihr angetan haben könnte. Tom, bitte hasst mich jetzt nicht. Bitte. Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Ja, was wohl? Natsuki wird das morgen bestimmt wieder alles vergessen haben. Völlig. Das Treffen ist auf jeden Fall vorbei. Du kannst nach Hause gehen, wenn du willst. Juri sieht mich an, als wollte sie etwas sagen, aber sie sieht weiter aus Monika. Juri will noch bleiben. Es hört sich fast so an, als willst du mich nicht hier haben, Juri, sagt Monika. Okay. Monika sagt, dann habe ich wohl keine andere Wahl, oder? Und plötzlich sind wir im Auswahlbildschirm und der Tag ist einfach zu Ende. Schon komisch, oder? Ich glaube, es ist eh egal, welche Wörter wir hier nehmen, aber. Alle für Juri. Ein weiterer Tag vergeht und es ist bereits Zeit für das nächste Clubtreffen. Jetzt ist erstmal wieder alles normal. Die drückende Stimmung hängt immer noch in der Luft. Monika ist noch nicht da. Auch wieder neu. Irgendwas ist so über mich gekommen. Ich war nicht ganz richtig im Kopf. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, gestern stimmte irgendwas nicht. Ja, dass sie es nicht so gemeint hat, stimmt tatsächlich. Tut mir leid, wovon rede ich da gerade? Nein, wir haben Monika nicht gesehen. Und Zuki weiß natürlich von nichts mehr, wie Monika gesagt hat.
Okay, sie hat sich entschuldigt. Aber Natsuki weiß von nichts mehr. Was auch immer dich bedrückt, wird schon nicht so heftig gewesen sein. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass etwas Schlimmes passiert ist. Du bist einfach die Art von Person, die sich viel zu viele Sorgen um die kleinen Dinge des Lebens macht, nicht wahr? Okay. Ja, ich bin noch in der Probephase, okay. Monika ist da. Ist wieder zu spät, wie auch schon beim ersten Mal. Wo warst du denn so lange? Freistunde, Zeit vergessen? Beim Klavier überhört. Ja, komm, spiel uns das mal vor. Kein Druck. Monika, kein Druck. Juri, was ist los? Na klar. Diesen Gesichtsausdruck sehe ich auch das erste Mal bei ihr. Eine Bitte noch. Okay, das Tee kochen ist noch normal. Alles wie vorher. Ja. Okay, jetzt gehen wir Wasser holen. Diesmal geht er alleine. Ja, Monika, sie ist nicht wieder weggelaufen. 10 Minuten vergehen. Okay, ich suche nach ihr. Da hört man Geräusche. Juri? Ja, was sie da wohl gemacht hat. Juri ist wieder da. Schön, dass da auch nichts Seltsames passiert ist oder so. Ja, Oolong-Tee, klar. Jetzt ist wieder alles normal. Dann öffne dich mal. Noch alles normal. Nee, das wissen wir ja. Mal gucken, ob jetzt was anderes kommt. Keine Sorge, ich habe recht regelmäßig Rückenschmerzen. Und warum? Wegen deiner, meiner, deiner Haltung. Okay, immer noch alles normal. Jetzt kommt wieder das mit der Schokolade. Noch alles normal. Beim ersten Mal haben wir Juri dann die Schokolade in den Mund gelegt. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich
Ich nehme ein Schokoladenbonbon, stecke es mir in den Mund, dann nehme ich mir noch eins und halte es Yuri vor die Nase. Sie blickt nicht einmal vom Buch auf, sie öffnet einfach leicht den Mund, als wäre das ihre normalste Welt.